zweiten Chroniker. Kapitel 25. 25 Jahre alt war Amazia, da er König ward, und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joad dann von Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, doch nicht von ganzem Herzen. Da nun sein Königreich bekräftigt war, erwürgte er seine Knechte, die den König, seinen Vater, geschlagen hatten. Aber ihre Kinder tötete er nicht, denn also steht's im Gesetz, im Buch Moses, da der Herr gebietet und spricht, die Väter sollen nicht sterben für die Kinder noch die Kinder für die Väter, sondern ein jeglicher soll um seiner Sünde willen sterben. Und Amazia brachte Zuhauf Juda und stellte sie nach ihren Vaterhäusern, nach den Obersten über 1000 und über 100 unter ganz Juda und Benjamin, und zählte sie von 20 Jahren und darüber und fand ihrer 300.000 auserlesen, die ins Heer ziehen und Spieß und Schild führen konnten. Dazu nahm er aus Israel 100.000 starke Kriegsleute und 100 Zentner Silber. Es kam aber ein Mann Gottes zu ihm und sprach: König, lass nicht das Heer Israels mit dir kommen, denn der Herr ist nicht mit Israel, mit allen Kindern Ephraim. Sondern ziehe du hin, dass du Kühnheit beweisest im Streit. Sollte Gott dich fallen lassen vor deinen Feinden? Denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Amazia sprach zum Mann Gottes: Was soll man denn tun mit den 100 Zentnern, die ich den Kriegsknechten von Israel gegeben habe? Der Mann Gottes sprach: Der Herr hat noch mehr, das er dir geben kann, denn dies. Da sonderte Amazia die Kriegsleute ab, die zu ihm aus Ephraim gekommen waren, dass sie an ihren Ort hingingen. Da ergrimmte ihr Zorn wider Juda sehr, und sie zogen wieder an ihren Ort mit grimmigem Zorn. Und Amazia ward getrost und führte sein Volk aus und zog aus ins Salztal und schlug die Kinder von seiner 10.000. Und die Kinder Juda fingen ihrer 10.000 lebendig, die führten sie auf die Spitze eines Felsen und stürzten sie von der Spitze des Felsens, dass sie alle zerbarsten. Aber die Kriegsknechte, die Amazia hatte wiederum lassen ziehen, dass sie nicht mit seinem Volk zum Streit zögen, fielen ein in die Städte Judas, von Samaria an bis Gen Bet-Horon, und schlugen ihrer 3000 und nahmen viel Raub. Und da Amazia wiederkam von der Edomiter Schlacht, brachte er die Götter der Kinder Seirer und stellte sie sich zu Göttern und betete an vor ihnen und räucherte ihnen. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über Amazia, und er sandte den Propheten zu ihm. Er sprach zu ihm: Warum suchst du die Götter des Volks, die ihr Volk nicht konnten erretten von deiner Hand? Und da er mit ihm redete, sprach er zu ihm: Hat man dich zu des Königs Rat gemacht? Höre auf, warum willst du geschlagen sein? Da hörte der Prophet auf und sprach: Ich merke wohl, dass Gott sich beraten hat, dich zu verderben, weil du solches getan hast und gehorchst meinem Rat nicht. Und Amazia, der König Judas, ward Rats und sandte hin zu Joas, dem Sohn des Joajas, des Sohnes Jehus, dem König Israels, und ließ ihm sagen: Komm, wir wollen uns miteinander messen. Aber Joas, der König Israels, sandte zu Amazia, dem König Judas, und ließ ihm sagen: Der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeber im Libanon und ließ ihr sagen: Gib deine Tochter meinem Sohn zum Weibe. Aber das Wild im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. Du gedenkst: Siehe, ich habe die Edomiter geschlagen, es überhebt sich dein Herz, und du suchst Ruhm. Nun bleib daheim. Warum ringst du nach Unglück, dass du fallest und Juda mit dir? Aber Amazia gehorchte nicht, denn es geschah von Gott, dass sie dahingegeben würden, darum dass sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. Da zog Joas, der König Israels, herauf, und sie massen sich miteinander, er und Amazia, der König Judas, zu Beth-Semes,
das in Juda liegt. Aber Juda ward geschlagen vor Israel, und sie flohen, ein jeglicher in seine Hütte. Aber Amazia, den König in Juda, den Sohn des Joas, griff Joas, der Sohn des Joajas, der König über Israel, zu Bet-Semes und brachte ihn in Jerusalem und riss an die Mauer zu Jerusalem vom Tor Ephraim an bis an das Ecktor, 400 Ellen lang. Und alles Gold und Silber und alle Gefäße, die vorhanden waren im Hause Gottes bei Obed-Edom und in dem Schatz im Hause des Königs, und die Geisel nahm er mit sich in Samaria. Und Amazia, der Sohn des Joas, der König in Juda, lebte nach dem Tode des Joas, des Sohnes Joajas, des Königs über Israel, 15 Jahre. Was aber mir von Amazia zu sagen ist, das erste und das letzte, siehe, das ist beschrieben im Buch der Könige Judas und Israels. Und von der Zeit an, da Amazia von dem Herrn wich, machten sie einen Bund wider ihn zu Jerusalem, er aber floh in Lachis. Da sandten sie ihm nach in Lachis und töteten ihn daselbst. Und sie brachten ihn auf Rossen und begruben ihn bei seinen Vätern in der Stadt Judas.